weiter geht's mit dem Bus-Simulator. Verbinde die hervorgehobenen. Das müsste eigentlich diese Strecke sein, ja. Gut. Dann, let's go. Das, was wir in der letzten Folge probiert haben, wird mal sehen. Ach, wir haben einen Rollstuhlfahrer. Na, nett. Super. Jetzt lassen wir wieder so lange. Ich weiß gar nicht mehr, wo diese. Ach, genau. Da war was. Sorry, ich muss mal kurz zumachen. Hier war die Rampe. Ah, ja. Okay. Feststellbremse. Und die Fahrer kann rein. So. Nee. Ja, war mir fast klar. So. Ja, ich weiß, dass der Musik hört gerade. Sie gibt jetzt gerade ein bisschen Gas, damit ich hier. Oh, Entschuldigung. Jo, kein Problem. So, was wollt ihr jetzt von mir? Also, Tickets. Einzel, Student und zwei. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Hallo, mein Bus ist schnell genug. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Du brauchst mehrere Fahrkarten. Ein Tag. Standard. Zwei. Oh. Danke. So, nächste Haltestelle ist da vorne, die Restspeiche. So. Ich habe 8 Haltestellen, waren das. Das müsste jetzt eigentlich mal 4 oder 3 sein. Ohne Rampe kann ich nicht runterfahren. Ich weiß. Das kriegst du auch hin. Guck mal, wo war die Rampe hier? Nee. Ich weiß nicht, was Rampe hier. Dankeschön, tschüss. So, einmal am Tag. Standard 1. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja. Standard 2.
mal, zahlen alle pünktlich. So, wo war die Rampe? Ich weiß es mal wieder, ne? Ach ja, ich habe ja die Bremse noch angezogen. Upsi. Lässt du mich durch? Ja. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Dann ist sie nichts immer nicht. So. Ist ein LKW, ist das ein Kollege da hinten? Sieht am LKW aus. So, dann halten wir uns mal ein bisschen an die Regeln. Da kommt nichts, da kommt ein Kollege schon. Ha, ich bin Erster. Uiuiui. So ein Bus hat einen relativ hohen Wendekreis. Ich kann ja so machen. Eine Fahrkarte bitte. Einzel, Standard, 1. Danke. Da ist der Bus. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Doch, kein Problem. Eine Fahrkarte bitte. Woche Standard 1. Danke. Oh, Glück gehabt, dass der doch reinkam. Okay. Jetzt hier links. Eieiei. Vorsichtig. Den Blitzer habe ich gesehen. Ich bin unsere Katze ein bisschen verrückt gerade. Das ist das, was so im Hintergrund. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Was mir eigentlich noch nicht aufgefallen ist, gibt es diese Sendung eigentlich wirklich, wo die jetzt hier quatschen? Oder ist das wieder irgend so was Fiktives? Also ich vermute fiktiv. So, 3 Minuten 49 haben wir Zeit noch. Für die ewig lange Strecke hier. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht mein Problem. Also könnte zwar ein Problem werden, aber es ist nicht meins. Bisher noch nicht.
Okay, habe ich gesehen, wie weit der weg war? Das sehen wir da direkt durch. Ja, Moment. Ich sortiere erstmal ein. Moment, wo war das? War das jetzt hier mit dem. Wo war der? Hier. Wo ist denn der? Hier. Danke. Sorry, dass ich jetzt gerade im Moment warten muss, aber das ging jetzt vor. So, Tag, Student. Danke. Ups, da kam noch einer rüber. Upsi. Ja, dann über. Oh, Alter. Wieder was ist oder lässt es durch sein? Da war es knapp. Den hätte ich fast noch mitgenommen. Bin zu weit drum gewesen. Da vorne ist die Haltestelle irgendwo. Ja. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog. Nur um die Stille zu überbrücken. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, Wochenfahrkarte. Standard. Und eins. Du kriegst zwei Euro zurück. Danke. Jo, kein Problem.
So. Ach, ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Das ist bei vielen Sendungen tatsächlich so. Oh. Bin ich ein bisschen zu eng gefahren, die Kurve. Hab ich nicht dahin geguckt. So, nächstes Mal ist Fischgrund. Muss jetzt hier rechts sein. Hotel, lässt es durch. Kommt da mal ein Fußgänger? Nee, kommt nicht. Du möchtest eine Fahrkarte haben, die kriegst du natürlich auch. Bitte. So, du willst doch Geld zurück. Sag das doch. Danke. Jo. Und aus. Jetzt fahren wir nicht nochmal zurück. Glück gehabt, da kam nicht noch einer drüber. Da habe ich jetzt nicht nach links geguckt. Das darf ja nicht passieren, weil das kostet richtig Kohle, wenn wir da Fußgänger fahren. Das kostet über 20.000. Na gut, fahren wir nächstes Mal jetzt hier rechts. Hier meine Bushaltestelle standen wir, ja. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Die Flusspromenade ist der nächste Halt. Ich hab wieder Haltestellen, sind sie eh nicht mehr. Na komm. Zum Glück ist bald Sonntag. Das krieg ich noch hin. Mein Wetter. Okay, will keiner raus und keiner rein. Dann passt das. Nächster Halt, Arbeitergasse, Endstation. Ha, die Arbeitergasse ist ja halt schön. Okay, gut zu wissen. Ich hoffe, dass wir dann das neue Gebiet frei haben. Dass wir dann in der nächsten Folge anfahren. Ich dachte, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Oh, das war keine Absicht. Ja, er hat sich echt angepisst, weil ich jetzt geblinkt habe und geradeaus fahre. Ich habe einen Spurwechsel eigentlich gezeigt.
mir schon klar, dass jemand aussteigen muss. Scheiße. Ampel. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. So. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Vor allem mit meinem Bus. Oh, das ist nicht ganz ohne hier. So, der lässt uns rein. Das ist sehr gut. Dankeschön. Die nächste Haltestelle ist hier rechts und dann sind wir durch mit der Tour. Und dann hoffe ich, dass es genau gereicht hat. So, jetzt alle mal raus hier. Hoffentlich lässt keiner seinen Scheiß hier drin liegen. Aber ich fette eigentlich schon durch. Nein, tut's keiner. Gut. Dann fahren wir zurück zum Busdepot. Ist hier bestimmt hier. Ist hier eine Busspur oder was? Nee. Scheiße. Egal. Ich drück mich hier noch rein. Also, da haben wir jetzt keine Zeiten mehr, wo wir die Wände halten müssen, sondern einfach nur jetzt einfach so entspannt zurückfahren. Ich weiß, da steht, wir könnten das auch sofort abschließen, aber es wäre ja nicht realistisch, wenn wir das nicht, den Bus nicht einfach zurückbringen würden. Vor allem noch ein schöner weiter Weg. Das habe ich. Oh, Glück gehabt. Ja, doch, ich habe noch nicht. Okay, diesmal habe ich ihn mitbekommen. Scheiße. 20.000 weg. Ich dachte mir, okay, der bleibt doch stehen. Aber der ist dann doch nicht stehen geblieben. Die 20.000 sind futsch. Scheiße. Ich hätte auch für einen neuen Bus gebraucht. Um mal einen neuen Bus zu kaufen. Ich will ja mal in diesen Gelenkbus fahren. Aber da müssen wir jetzt ein bisschen mehr drauf sparen.
den LKW da vorne, der muss ja mal weg jetzt irgendwann. Jawohl. Ja, das passt mit dem Bus. So, jetzt gehe ich hier runter. Sind ja hier links. Okay. Neutral, Motor aus. Zack, zack, zack. So. Scheiße. Tür vergessen. Hammer's. Ja, die 20.000, die tun weh. Wahrscheinlich weh. Ich habe 7.000 Verlust gemacht. Wir hatten richtig schönes Geld für den Need. Aber das Ding, ey, wieso kriegen wir es nicht hin? Hä? Ich hab die doch gemacht jetzt gerade, oder nicht? Ich hätte eine Strecke mit maximal runter. Ich übergrund in diese. Ja, die müssen wir doch eigentlich mal machen, oder nicht? Aber nicht jetzt. Definitiv nicht. Ja, die habe ich doch alle gefahren jetzt gerade, die Schrecken. Oder nicht? Ich habe alle violetten Schrecken drei Teile drin. Das wundert mich halt gerade. Ich wundere mich, dass ich die jetzt nicht benutze, die völlig Strick. Ja, ich müsste die eigentlich bei Ziel gepinnt, okay, klar. Machen wir nicht jetzt, machen wir ein andermal.